As an old saying has it, if a man is destined to drown, he will drown even in a spoonful of water. And in the end, the tragedy of our entire existence comes down to a slow drowning into inevitability. And when our lungs are full, we always depart in the same way, with a broken dream and an empty spoon. Empty, just like our souls. My name is Mordred Foley, and what I'm about to tell is one of those stories that will keep you awake. So, na, mein geht doch. War gerade ein bisschen besorgt, weil ich nicht mal einen geringsten Ausschlag hatte. Aber sieht ja gut aus. Bin ja mal gespannt, wo die uns jetzt rausschmeißen. Das hier, oder? 1624, der hier. Der Ursprung des Codes. Zunächst einmal brauche ich alle Details darüber, was nach dem Einsturz der Säule im Theater passiert ist. Wollen Sie wieder meinen Sohn da mit hineinziehen? Beantworten Sie bitte einfach meine Frage. Ich muss einschreiten, während er redet, um ihn zu zwingen, den Code preiszugeben. Nur so lässt sich das Problem lösen. Nach dem Einsturz zeigte jeder mit dem Finger auf meinen Sohn, also mussten wir die Überwachung trotz aller Petitionen erhöhen. Wie meinen Sie das? Die öffentliche Meinung? Die Polizei? Nein, er wurde zuerst von den Inselbewohnern angegriffen. Sie warfen aus Protest gegen ihn Flaschen, Steine und andere Gegenstände durch das Fenster. Jemand hat sie davon überzeugt, dass er das Geld für die Verträge gestohlen hat und nicht konforme Bereiche gebaut hat. Und das ist nicht wahr? Ich meine, was war dann die Ursache für den Einsturz? Die Inkompetenz der Baufirma, was sonst? Jemand hat ihn sogar körperlich angegriffen, aber die Person war alt, sodass sie ihm nichts anhaben konnte. Dieser Ort fällt in sich zusammen und ist nicht für ältere Menschen eingerichtet. Und doch versucht er immer noch, das Offensichtliche zu leugnen. Okay, genug von diesem Thema. Können wir zurück zum Anfang gehen? Wie Sie wünschen. Nach dem Einsturz, bla bla, Überwachung. Sie haben also die Sicherheitsmaßnahmen vor dem Mord erhöht? Es wurde diskutiert, aber wir sind nie dazu gekommen, wegen dieser blöden Petition. Vielleicht sollte ich mehr darüber fragen. Die radikalen Änderungen kamen erst danach, aber offensichtlich verlangte die Regierung sofortiges Handeln. Was nicht wie erwartet klappte. Denn Pandora schlug zu, bevor sie umgesetzt werden konnten. Gut, kommen wir zurück zum Hauptthema. Nach dem bla bla, blub blub. Petitionen, was meinen Sie? Ich muss mal kurz was checken. Check, check. Oh. Twitter checken. Petition, was meinen Sie? Jemand weigerte sich, die Überwachung zu erhöhen, weil dies die Harmonie der Struktur zerstören würde. Er war gegen die Installation von Kameras, deshalb werden viele Bereiche nicht überwacht. Sie würden sowohl das Aussehen der künstlerischen Umgebung zerstören, als auch in unsere Privatsphäre eindringen. Das sei nicht akzeptabel, so ein Idiot. Von wem reden Sie? Wer hat die Petition eingereicht? Der ehemalige Kurator der Dunkelkammer. Ich habe ihm diesen Job gegeben
um ihn ruhig zu halten, aber ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Wir haben ihn nie getroffen, auch nicht vor 6 Jahren. Wie heißt er? Tut mir leid, kann mich nicht erinnern. Wirklich, bla. Ja, hier, bla. Das war hier, alter Sack. Das letzte Opfer dieses höllischen Labyrinths, Daryl Hope. Unglaublich, ich verstehe immer noch nicht, warum Pandora ihn getötet hat. Weil dieser Verrückte weiter geschimpft hat, obwohl er dahin vegetierte, deshalb. Was? Kurz nach dem Tod seines Sohnes verschlechterte sich sein Zustand rapide und doch tat er sein Bestes, um die Sicherheitsverbesserung zu verzögern. Also musste ich ihn ersetzen, was meinen Ruf weiter ruinierte und mich in den Augen der Bewohner zu einem Monster machte. Wenn es ihn und seinen Unsinn nicht gäbe, hätten wir jetzt überall Kameras und mein Sohn wäre noch am Leben. Was hat Ihr Sohn mit Daryl zu tun? Ach nichts, vergessen Sie es. Dafür ist es zu spät, spucken Sie es aus. Wie war Ihre Beziehung? Mein Sohn tat alles, was er konnte, um seinen Namen reinzuwaschen. Und da er um Daryls guten Ruf auf der Insel wusste, beschloss er, ihn um Hilfe zu bitten. Was meinen Sie? Hatte er so viel Einfluss auf die Stadt? Nein, nur auf der Insel. Wir haben es geschafft, den Skandal zu stoppen, zumindest oberflächlich. Hätten wir die Sache mit den Anwohnern nicht schnell geregelt, wäre alles unrettbar zusammengebrochen. Waren Sie so besorgt, einen Aufstand zu vertuschen sollte einfacher sein, als den Tod von 2 Menschen zu verbergen? Macht basiert auf Schein, Mr. Foley. Wenn wir zeigen würden, dass das Schiff sinkt, würden die Ratten der Regierung wegrennen. Der Kapitän soll mit dem Schiff untergehen und das konnte ich nicht zulassen. Sie kamen zu einer Einigung und dieser Bastard schenkte ihm ein Gemälde mit einem Brief, um den Deal zu besiegeln. Könnten Sie etwas genauer sein? Als ob er ihn nicht schon genug gedemütigt hätte, schenkte der alte Narr meinem Sohn ein Gemälde von irgendeinem unbekannten Künstler und einen Brief. Ich erinnere mich noch an den Inhalt, es war ein Haufen Blödsinn. Unerwartete Geschenke. Zieh die Schlinge deiner Heuchelei zu und zolle dem Lächeln der Göttin Respekt. Blicke auf die Lippen des Tieres, berühre das dickste seiner Netze. Wie ich vermutet habe, muss diese Nachricht Teil des Codes der Pandora sein. Und jetzt müssen wir ihn entschlüsseln. Wo ist das Bild jetzt? Es verstaubte lange Zeit im Keller, bis ich es vor ein paar Jahren der Wohlfahrt schenkte. Ich habe keine Ahnung, wo es hingekommen ist. Was war auf dem Bild dargestellt? Eine Art Göttin, die eine spinnenartige Frau beobachtet, die sich zu ihren Füßen erbricht und leidet. Ich habe mich geweigert, meinen Gästen so etwas zu zeigen. Die zugehörige Nachricht war allerdings eine ganz andere. Was hat sich der alte Mann dabei gedacht? Eine Spinne zu Füßen einer Göttin, das kommt mir bekannt vor. Daryl überzeugte die Leute, sich auf die Seite meines Sohnes zu stellen, im Austausch für eine Vergrößerung der Dunkelkammer und das Versprechen, zerfallene Gebäude zu renovieren. Moment, hat er wirklich darum gebeten, die Dunkelkammer zu erweitern? Er hatte absolute Macht über ihren Sohn und hat sich mit so wenig zufrieden gegeben. Er sagte, er wolle die Kunst an diesem Gott verlassen, ob mehr Bedeutung verleihen, also stimmten wir zu, einen weiteren Raum zu bauen. Sie hatten die ganze Zeit solche Informationen und haben es uns nie gesagt. Ich war mir dessen bis vor kurzem nicht bewusst. Vor ein paar Wochen habe ich einige alte Briefe meines Sohnes durchgelesen. Bin dabei zufällig auf die Vereinbarung mit Daryl, diesen geheimnisvollen Raum, gestoßen. Ich habe nach den Grundrissen des gesamten Bereichs gefragt, aber ich konnte nichts finden. Der Direktor der Insel beweist nichts von unautorisierten Arbeiten. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Wie gesagt, wir waren dabei, die ganze Insel zu renovieren, um unseren Ruf zu verbessern. Es war unmöglich für mich, den Überblick über alles zu behalten. Der Vater eines von
Pandoras Opfern beginnt wieder zu ermitteln und plötzlich geschieht ein Mord, der mit dem von vor 6 Jahren identisch ist. Schwer vorstellbar, dass das nur ein Zufall ist. Wenn überhaupt, dann wissen wir jetzt, dass ein verdammter Geheimraum tatsächlich existiert. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß, sogar was ich versprochen habe, mit ins Grab zu nehmen. Setzen Sie dieser Situation ein für alle Mal ein Ende. Ich will nie wieder etwas von Pandora hören. Es sei denn, er beschließt, mich vor heute Abend zu töten. Mr. Maximilian. Auf Wiedersehen. Das ist Wahnsinn. Wie viel Einfluss hatte Pandora auf diese Leute? Und warum tötet er seine Verbündeten? Was wirklich wichtig ist, ist, dass wir herausgefunden haben, dass der alte Mann den Weg für Pandora freigemacht hat. Und dann wurde er aus irgendeinem Grund von ihm getötet. Alle Hühner kommen nach Hause, um sich zu rächen. Aber dies ist immer noch eine komplizierte Situation. Du hast recht. Komm, es gibt noch viel zu tun. Bitte, Mordred, versuch diesmal nett zu sein. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Oh, willkommen zurück, meine Lieben. Es führt sie wieder her. Lächelt Mary. Sie wissen, warum wir hier sind, Adam. Beantworten Sie schnell meine Fragen und wir lassen Sie in Ruhe trauern. Daryl ist endlich frei aus seinem Gefängnis. Ich habe keinen Grund zu trauern. Wir haben die Überwachungsvideos. Du meinst die Aufnahmen aus dem Raum, in dem Daryl tot aufgefunden wurde? Was haben sie gefunden? Sie haben gerade die schlimmste Vermutung bestätigt. Madame war ihr Mann in den Mord an Andrew Ioannese verwickelt. Auf keinen Fall, mein Mann hat ihn geliebt. Er war wie ein Sohn für uns. Du lügst! Und sie wissen, wie seine körperliche Verfassung war. Wie hätte er so etwas tun können? Jetzt geht's los. Das ist die wichtigste Befragung in meinem ganzen Leben. Ich kann es mir nicht leisten zu versagen. Der Flug des Icarus. Warum sagen Sie ständig, dass mein Mann in diese schreckliche Sache verwickelt war? Dafür haben Sie keine Beweise. Glauben Sie mir, wir haben mehr als Sie wissen, aber gehen wir das Ganze noch einmal durch. Sie sagten, dass Sie seit 7 Jahren auf der Insel leben. Nun, wir haben etwas wirklich Interessantes entdeckt, als wir mit Maximilian gesprochen haben. Ihr Mann war der ehemalige Kurator der Dunkelkammer. Na und, wie verbindet ihn das mit dem Mord an dem armen Kerl? Es würde ihn mit beiden Morden in Verbindung bringen, die sich hier ereignet haben, um genau zu sein. Nach dem Unfall im Theater hat ihr Mann versucht, mit Maximilians Sohn einen Deal zu machen, um die Dunkelkammer zu vergrößern. Wir wissen nicht, ob die Arbeit durchgeführt wurde oder nicht, aber es gibt eine andere Anfrage, die angenommen wurde und die tatsächlich entscheidend für die Lösung des Falls war. Welche Anfrage? Ich spreche davon, das Platzieren von folgendem Beweisstück an bestimmten Orten auf der Insel zu verbieten. Ehrlich? Daryl bat ausdrücklich darum, dass die Kameras nicht innerhalb von Häusern installiert werden, aber vor allem im Proberaum, in der Dunkelkammer und an anderen Orten, die mit den Morden in Verbindung stehen. Und was soll das bedeuten? Ihr Mann hat Pandora die Arbeit sehr erleichtert, denn er wollte Maximilians Sohn tot sehen. Daryl hatte einen guten Job und unser Leben war einfach perfekt. Warum sollte er diesem Mörder helfen?